Ja, Michael, ich würde dich ganz herzlich willkommen heißen da im Studio von eurer Gemeinde. Gell? Super, dass du da bist, dass wir ein bisschen Einblick haben in dein Leben. Ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns ja schon 2-3 Jahre oder ein bisschen länger schon zwischen denen. Und haben auch Berührungen vom Dienst her. Und ja, schön, dass wir jetzt dürfen einfach auch von dir hören, wie du denn in der Orientierungslosigkeit nachher denn zum wahren Leben gefunden hast, mit etwa 30, gell? Ist das richtig? Ganz genau, ja. Ist jetzt schon einige Jahre her. Und wenn du so zurückblickst, was geht dir da durch den Kopf? Ja, ich hatte natürlich ganz andere Pläne eigentlich gehabt, als dass ich jetzt eigentlich heute auch auslebe. Das war vor allem der Sport, der uns als ganze Familie sehr fasziniert hat. Ja, okay. Also wenn wir gerade mal von vorne anfangen, du bist ja aus der Bündner Herrschaft, gell? Von Langquart. Du bist dort aufgewachsen. Haben deine Eltern noch Reben gehabt oder so? Dort ist ja der Herrschaftler dann auch ein bisschen verbreitet. Nein, wir haben eigentlich überhaupt nichts zu tun mit Weinbau. Okay. Nein. Aber einmal ein Gläschen getrunken, das haben, glaube ich, deine Verwandten noch gern, gell? Ja, das ist schon verbreitet bei uns in der Verwandtschaft. Mhm. Ja, und dann ist denn das irgendwie losgegangen mit deinem Bruder, gell? Du hast ja 2 Geschwister, die hast du gesagt. Genau, ich habe einen älteren Bruder, 3 Jahre älter, eine jüngere Schwester, 4 Jahre jünger. Ja, wir sind so als 5-köpfige Familie unterwegs gewesen. Ja, okay. Und auch viel Zeit zusammen verbracht dann, oder war ein guter Familienzusammenhalt da gewesen? Ja, wir haben eigentlich ein sehr schönes familiäres Verhältnis gehabt, sehr liebe Eltern, die auch grosses Interesse hatten, dass wir vorwärts kommen, dass wir anständig sind und haben auch vor allem auch die Sportlichen natürlich gefördert. Ja. Und dann dein Bruder ist eben ein bisschen vorausgegangen. Er ist ja ein paar Jahre älter und dann hast du aufgeschaut zu ihm und hast gedacht, das würde ich auch. Ich würde mal ein bisschen Karriere machen im Eishockey. Ich glaube, er war ein HCD-Fan, gell? Also Hockey-Club Davos und so. Ja, da haben wir voll mitgefiebert. Damals natürlich die Derby HCD gegen Rosa. Da haben wir so gerne als kleine Buben dürfen, am Dienstagabend, wenn die Zusammenfassung kam, ist so um 20:10 Uhr. Im Schweizer Fernsehen hat der Papa uns dann geweckt, haben wir schauen, aber nachher gehen wir wieder ins Bett. Und, ja. Okay, dann sind wir auch gematcht auf der Fuss, oder was? Hat es auch gegeben, ja, dass wir dann mal dürfen, so einen Match, ja. Mhm. Genau, und haben daheim natürlich auch gehockeilt und gespörtelt, auch geschootet auf dem Schulplatz. Einfach da immer müssen etwas laufen. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann, wann hast du denn so richtig angefangen, so auch selber Hockey spielen? Also mit 11 habe ich im Ortsverein angefangen und bin dann relativ schnell in den Stadtclub vom EHC Chur gekommen. Ich konnte dort wechseln zu dem Club und ich hatte eine sehr gute Jugendförderung. Mhm. Also du hast auch dort dann Vorbilder gehabt, einfach auch aber Trainer, die dich richtig dran genommen haben, die dich mit reingenommen haben. Genau. Ja, das war sehr professionell. Wir hatten auch schon natürlich intensive Trainings, schon früh. Und ja, es war wirklich eine grosse Freude, auch mit den Mitspielern und starker Zusammenhalt und wirklich eigentlich füreinander da alles geben. Das war alles schön. Ja. Wie hast du denn das unter einen Hut gebracht? Ich meine, du hast denn in der Schule, bist ja gerne in der Schule eigentlich, aber bist dort auch zielstrebig gewesen. Und dann nachher ist dann das Hockey dazugekommen. Wie hast du denn das alles unter einen Hut gebracht? Das ist eigentlich sehr gut gegangen. Also ich war eigentlich sehr eine ehrgeizige Persönlichkeit und habe in der Schule gut relativ noch leicht gelernt, aber schon auch meine Aufgaben gemacht. Und dann, die Mama hat mich dann auch ins Training gefahren, auch wieder geholt. Und ja, es ist dann nochmal jemand aus der Umgebung, da hat man sich ein bisschen abgewechselt, aber ja, das ist sehr unterstützt worden und es ist zeitlich eigentlich gut gegangen. Ja, und dann hast du dann nach dies nach einfach Karriere gemacht. Also du bist dann in die Jugendförderung auf Chur, also EHC Chur. Und nachher hast du dann dort einfach ein Jahr nach dem anderen dann den Aufbau gemacht, hast dann das KV mal zwischendrin mal angefangen, gell? Also mehr nebenbei, oder hast du beides voll angestrebt? Ist ja. Also das KV, das habe ich dann natürlich als Berufsausbildung dann gemacht. Das war ein bisschen später gewesen, aber
dass es eben schon richtig Karriere gegangen ist, ist eigentlich so gewesen, dass ich in die Bündner-Auswahl gekommen bin, so mit 15. Also einfach in eine Auswahl von den besten Spielern in Graubünden. Und dann hat es natürlich dann auch für die Nationalmannschaft, die Junioren-Nationalmannschaft, auch so Treffen gegeben, so Turniere. Und dort bin ich einfach ins erweiterte Junioren-Nationalkader reingekommen. Und mein Wunsch war, Profi zu werden. Natürlich musste man auch einen Beruf noch lernen. Und da habe ich nicht recht gewusst, was ich machen soll. Mein Papa, er hat selber mal das KV gemacht, war mittlerweile schon langjähriger Mitarbeiter in der Usego damals. Und er hat mir einfach immer wieder geraten, mach doch das KV, dann hast du nachher auch noch andere Möglichkeiten und so weiter. Also die Berufsausbildung war quasi so wie ein bisschen nebenbei. Ich denke, ja, ich will ja noch einen Beruf lernen. Aber mein Herz schlägt für die Hockey. Ist das richtig zusammengefasst? Ganz genau, ja. Ja. Und wie ist denn das so ein bisschen angelaufen nachher in den Jahren nach der Schule, also KV und dann bis du eben 20 warst? Kannst du das ein bisschen schildern, wie denn das gegangen ist? Ja. Also es hat eigentlich alles sehr gut ausgesehen, auch noch, als ich zur Schule rausgekommen bin. Aber dann sind auf einmal natürlich auch noch ein bisschen andere Sachen interessant geworden. Auch mal so mit den Kollegen sich treffen, ein bisschen in Ausgang, einmal die ersten Kontakte mit Alkohol und so. Und bei mir ist das relativ schnell gegangen, dass ich dort einfach ein bisschen zu viel getrunken habe. Und anfänglich war das jetzt nicht so ein Problem gewesen, aber mein Papa hat dann schon gemerkt, da muss ich aufpassen. Und hat mir das auch mal gesagt und ich habe dann beruhigt und gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, das ist kein Problem, ich schiesse noch meine Goal und so weiter. Aber wenn ich heute zurückschaue, dort hat sich schon etwas anbahnen, wo längerfristig nachher sehr negative Auswirkungen hat für mich. Ich habe so auch mal noch ein Bild vom Hockey, so von früher. Das könnt ihr ja mal auch noch kurz zeigen. Ja, das ist doch gut, wenn wir noch das Bild anschauen. Also, genau, jetzt können wir das mal einblenden. Das ist jetzt ein Bild von der Nazi B, das war dann die erste Saison gewesen. Aber heute habe ich eigentlich schon, das, was ich vorhin angesprochen habe, schon so ein bisschen in meinem Leben, eben die Ausgänge und so. Und ich zeige jetzt noch ein Bild, das war von einem Familienfest gewesen. Also da kennt man mich fast nicht. Dort mit dieser Frisur, mit Verwandten, war das ein Treffen gewesen. Und man sieht einfach so, auch recht können neben die Stränge schlagen. Also viel Alkohol konsumiert. Und es ist dann eben auch so gekommen, dass ich Kontakte auch zu Leuten hatte, wo ich eigentlich gesagt habe, ich werde nie anfangen zu rauchen, ich werde nie anfangen irgendwie mit Drogen konsumieren. Aber es ist dann doch leider auch in so Kreisen halt so konsumiert worden. Und so bin ich dann eben langsam auch ein bisschen in das reingekommen. Ja. Beißt sich das nicht ein bisschen? Also meine Profisport und Alkohol, ist das nicht etwas, wo irgendwo einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Also du brauchst ja die ganzen Ressourcen und die Energie eigentlich für den Sport. Wie ist das? Ja, es ist noch interessant. Also wir haben gerade in dieser Zeit natürlich sehr hart im Sommer trainiert. Und gut, ich meine, dort war es noch nicht so extrem gewesen, aber es hat es schon gegeben, dass ich dann wirklich mal so zu viel getrunken hatte, dass ich schon am anderen Tag gemerkt habe, ich bin schlapp. Die Energie ist irgendwie, wird jetzt gebraucht, um quasi wieder auszunüchtern. Dann ist es noch nicht so oft passiert, aber ich muss schon sagen, dass es eigentlich dann immer mehr vorkommt und eben dann auch ja, gegenüber einem anderen Geschlecht, gell, wenn ich im Ausgang war. Ich habe jetzt nicht eine Beziehung gesucht, aber ich habe mich doch auch ein bisschen interessiert, auch für gewisse Erfahrungen. Und ja, das alles in allem war einfach ein Bereich, der neben dem Hockey schon auch stattgefunden hat, wo ich aber nicht gesehen habe, dass es, wie du jetzt auch sagst, dann eben auch Kräfte geraubt hat. Ja. Ja, okay. Also du hast dann alles ein bisschen ausprobiert, ist ja als Teenager ein Stück weit auch verständlich, gell? Als Teenager macht man das vielleicht auch. Aber du hast dann gemerkt, dass die so ein bisschen in eine Sog hineinzüchtet. Und dass du dann eben auch eine Beziehung nach der anderen hast und dass du dann auch mit dem Alkohol ein Problem bekommst. Ich glaube, auch leichte Drogen, gell? Mhm. Und dann nachher hat sich dann das irgendwie zugespitzt und hat sich dann auch auf Karrieren ausgewirkt, gell, an einem gewissen Punkt. Genau, eigentlich, ja, der Knackpunkt war dann dort, als ich in der zweiten Saison in der Nationalliga B war.
eben auch unter Alkoholeinfluss nach einem Auswärtsspiel auf dem Highway war und dann einen schweren Autounfall hatte, wo das Auto überschlagen hat. Und dort, das war schon ein Schockerlebnis, wo ich mir gesagt habe, jetzt muss ich wirklich mein Leben ändern. Und habe dann das auch mit aller Kraft probiert. Ja, ja, okay. Also das hat dann irgendwo einfach auch wie einen Karriereknick gegeben. Also, dass es dann zu dem geführt hat, dass es dann auch Fragen aufgeworfen hat und dass du dann ins Grübeln gekommen bist. Also hast du dann vielleicht auch die Teenagerphase ein bisschen hinter dir gehabt? Genau. Also dort habe ich einfach gewusst, jetzt muss ich mein Leben ändern, weil es ist, eigentlich war es auf Messerschneiden gewesen. Der Unfall hätte ich können das Ende bedeuten für mich. Aber ich bin wie durch das Wunder fast unverletzt aus dem Auto raus. Und dort habe ich mir fest vorgenommen, so, jetzt ist fertig mit dem Trinken und mit dem Konsum. Und das habe ich mir so fest vorgenommen und habe das dann auch eine Weile geschafft, etwa 5 Wochen lang. Aber nachher war das gewesen. Du bist wie in einem alten Umfeld dann hängen geblieben wieder und genau. Bist wieder reingekommen. Genau. Aber der Club hat dort Konsequenzen gezogen durch den Unfall, weil ich schon 2 Verwarnungen hatte, dass sie dann den Vertrag gekündigt haben. Dann war eigentlich so der Traum wirklich begraben gewesen. Also wie alt bist du denn? Das ist eine, dort bin ich 21 gewesen. Aber dort habe ich gewusst, also das werde ich nicht mehr können erreichen. Und habe dann zwar weitergespielt, aber tiefere Ligen. Und auch die nächsten Jahre habe ich schon noch gespielt, aber nicht mehr auf dem Niveau, wo ich eigentlich... Also von 11 bis 21 ist es eigentlich immer so ein bisschen aufwärts gegangen. Und nachher ist dann der Knick gekommen, wo du dann eben abgestiegen bist in eine tiefere Klasse. Und nachher der Alkohol, wo du wieder zurückgefallen bist. Und so hat sich dann alles zum Schlechteren entwickelt. Ganz genau. Zusammenfassen? Ganz genau. Eigentlich habe ich keinen wirklichen Sinn im Leben gehabt, von 21 dort. Ich habe natürlich auch ein Leben gelebt, habe dann gearbeitet, habe dann auch mal dort eine längere Beziehung angefangen. Ja. Und das war dann auch wieder ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt will ich natürlich dieser Partnerin gefallen und mein Leben so recht führen. Das hat auch eine Weile lang geklappt, aber die Sucht ist einfach auch wieder zum Vorschein gekommen. Und das hat dann auch die Beziehung nach 3,5 Jahren eigentlich dann auch so zum Zerbruch gebracht, was für mich auch eine Katastrophe war. Ja. Wann ist denn der absolute Tiefpunkt gekommen? Der war mit 29,5. Und dort war es einfach so, dass ich eigentlich, wenn ich gesagt habe, mit 21 den Rauswurf aus der Mannschaft, wo ich schon gemerkt habe, eigentlich, dass der Alkohol ist ein Problem. Und ich habe immer wieder angekämpft. Und die 10 Jahre, sage ich, das ist so ermüdend gewesen, dass ich dann mit 29,5 an einem Punkt war. Und dort ist es so gerne zu einer Verhaftung gekommen, nach einem riesen Absturz, wo ich gesagt habe, also wenn das mein Leben sein soll, dann will ich nicht mehr leben. Ja, also es hat dich richtig aufgefressen, fast die Herausforderungen, die dich eingeholt haben. Also der Alkohol und eben die Beziehungsunfähigkeit. Und wie hast du denn beruflich gehabt? Hast du dort dich über Wasser halten in den 20ern dann noch? Ja, das ist so einigermaßen gegangen. Sie haben zwar schon auch gemerkt, dass sie wirklich ein Problem haben. Und doch, mein Chef, der hat mich sehr gerne gehabt. Ich bin im Aussendienst gewesen. Ich konnte natürlich mit den Leuten schon reden und das Geschäft abschliessen. Also, ich habe dort Natursteine und Blättchen verkauft. Ich war angestellt im Handelsbetrieb. Und mein Chef, der hat einfach irgendwie mich gerne gehabt und hat mich so gerne mal unterstützt, als ich dann wieder wo wieder mal etwas so daneben gegangen ist. Aber geholfen hat mir das ja nicht wirklich in dem Sinn. Und das ist dann einfach das ist am Pfingsten 2004 ist eigentlich der totale Tiefpunkt gewesen, wo ich auch zweimal so Gedanken kann, wenn eine Stimme mir sagt, bring dich doch um, es hat ja keinen Wert mehr. Also richtige Selbstmordgedanken. So eine Verzweiflung in mir, so eine Hoffnungslosigkeit, das ist ganz schlimm gewesen. Ja. Und dann hast du dich wieder zurückbesonnen auf eine alte Zeit, wo du auch biblische Unterweisung hast und hast dann gedacht, ich möchte wieder einen neuen Weg ausprobieren. Oder wie kannst du das schildern? Also das ist eigentlich absolut ein Wunder für mich gewesen, weil dort war die Frage gewesen, mit wem kann ich reden, wo mir die Wahrheit sagt. Und auf einmal ist da ein Gedanke gekommen, das war gerade eine Erinnerung, 16 Jahre zurück,
ein Religionslehrer, der während dem Unterricht einmal erzählt hat, wie Christus sein Leben verändert hat. Und das ist einfach schon genial gewesen. Ich habe sofort gewusst, der würde mir die Wahrheit sagen und wir können dann so gerne uns treffen. Das war eine ganz besondere Begegnung gewesen. Also du hast den Kontakt aufgesucht, das war ja der Marcel Behni, gell? Genau. Und er war dann immer noch Religionslehrer gewesen, wo du ihn dann kontaktiert hast, oder? Nein, er war selbstständig gewesen. Er hat Unternehmer gemanagt oder beraten, so auf EDV, auf Computer. Aber er hat auch sonst schon noch, ich meine, in einer pädagogischen Schule hat er noch Unterricht gegeben, so von der Bibel her. Hat er noch immer gehabt. Aber du hast ihn dann aufgespürt und hast einmal ein Gespräch abgemacht mit ihm, ein Treffen. Genau, ja. Ja, und dort weiss ich noch, bin ich dann auf ihn zu. Er hat immer noch fast gleich ausgesehen wie früher und ich habe so gesagt, Marcel, ich bin auf der Suche nach dem Sinn vom Leben und du bist mir in den Sinn gekommen. Und dann hat er so den Daumen so in die Luft aufgekippt und gesagt, oh, bin ich froh, bin ich dir in den Sinn gekommen. Okay. Ja. Okay, und dann, wie ist das gegangen? Hast du ihm dann dein Herz ausgeschüttet oder wie ist das dann gegangen, was hat er dir gesagt, was dann so weltbewegend war? Also für dich selber? Mhm. Also er hat mir eigentlich sehr schnell anhand von einer Zeichnung etwas klar gemacht. Er hat dort so drei Sparten gezeichnet und hat drin geschrieben Realität, was du siehst und kannst anlangen, in der Mitte spirituelle, unsichtbare Welt. Und dann hat er so gesagt, da gibt es Gutes und Schlechtes oder Gutes und Böses. Und das ist noch relativ schwer, dort durchzukommen. Und oben hat er Himmel und Hölle gezeichnet, hat dann einen Weg von unten durch die spirituelle Welt in den Himmel gezeichnet und sagt so zu mir, der beste Wegweiser durch das Leben ist die Bibel, das Wort Gottes. Dann ist mir gerade der Laden runter. Und ich dachte, ja, was soll ich mit der Bibel? Aber wegen dem bist du ja zu einem, oder nicht? Oder? Nein, ich habe nur intuitiv gewusst, er würde mir die Wahrheit sagen, aber ich habe keine Ahnung, was er mir sagt. Also weil du quasi im Nullpunkt, also im Tiefpunkt warst, hast du gedacht, so, jetzt möchte ich mal gleich noch mal zurück zu dem Zeugnis von Marcel und das noch mal aufgreifen und einfach hören, was er von Gott her, wie er von Gott her mein Leben beurteilt. Oder? Ja, aber eigentlich nicht unbedingt. Ich habe einfach innerlich gespürt, der würde mir die Wahrheit sagen, aber was er mir sagen würde, habe ich keine Ahnung, wo er auf die Bibel hingewiesen hat. Habe ich gesagt, ja, was soll ich mit der Bibel? Und dann ist eben dann der Satz gekommen, los, ich kann dir nicht mehr sagen. Fangen mal an, im Neuen Testament zu lesen, einen Monat lang. Mhm. Jeden Tag einen Abschnitt, nicht einmal viel und dann einmal wenig oder einmal ein paar Tage nichts. Ja. Und verlang ein Zeichen von Jesus Christus. Und wenn ein Monat nichts kommt, dann kannst du die Bibel wieder wegtun. Und der Satz, der ist mir richtig eingefahren. Da habe ich gedacht, ja, was ist schon ein Monat auf das ganze Leben aus. Vor allem auch im Rückblick auf die katastrophalen 10 Jahre. Du hast gedacht, das bin ich allein aus oder Marcel schuldig, dass ich das mache, in der Zeit. Es war einfach eine riesige Frage. Also, wenn das wirklich möglich ist, wenn Jesus Christus wirklich erfahrbar ist, dann will ich das von ganzem Herzen jetzt wissen. Er hat mir dann eine Bibel geschenkt und dann habe ich angefangen am ersten Abend im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 1. Ja, schön. Und dann hast du dich dann einfach vorgelesen und hast dann da auch die Erfahrung gemacht, also wo er gesagt hat, wo wichtig wäre, dass du sie machst, dass Gott zu dir persönlich redet. Oder wie ist dir das gegangen? Genau. Also am Anfang habe ich nicht viel verstanden, muss ich sagen. Aber ich habe dann, also dann geht es dann sehr schnell auch um die Geburt Jesu. Und das ist ja, das hat man dann auch, wenn man mal in die Kirche gegangen ist, am Weihnachten oder so, habe ich das schon auch in Erinnerung gehabt. Oder ich bin so gerne mal als kleiner Bube mal eine Zeit lang noch in einer Sonntagsschule. Und das ist dann natürlich auch in Erinnerung wieder gewesen. Aber ich habe dann weitergelesen und es hat mich immer mehr gepackt, wirklich. Es war sehr lebendig gewesen, wie Jesus Christus gelebt hat, was er bewirkt hat, wie Menschen verändert worden sind. Blinde sehend, lahme gehend. Aber was mich zum Beispiel im 8. Kapitel, das mag ich mich noch gut erinnern, dort ist ein besessener Mensch eigentlich Jesus begegnet und dort haben Mächte in den Menschen, also Dämonen, haben sich gefürchtet vor Jesus Christus. Du bist der Sohn vom Allerhöchsten. Ja. Und kommst du uns verderben vor der Zeit. Und er hat dann einfach in einer Vollmacht können gebieten und die sind, haben den Menschen müssen verlassen. Und der war nachher befreit. Dort hat mir, eigentlich durch Gottes Wort, hat Gott mir die Augen geöffnet
für die Realität von einer finsteren Macht. Und dort habe ich auch gewusst, die Selbstmordgedanken, die da waren, bring dich doch um und so, dass es gar nicht von mir selber gekommen ist, sondern dass da eine Macht war, die mich wirklich wollte. Eigentlich, ja. Und dann nachher hast du dann ein zweites Treffen mit ihm, gell? Genau. Und dann hat er dann die Auswertung vorgenommen, auch von den Erfahrungen, die du gemacht hast, hat dich dann weitergeführt. Wie ist das gegangen? Genau. Eben durch das intensive Suchen, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, hat es wirklich Erlebnisse gegeben, wo ich sofort gemerkt habe, das ist kein Zufall. Es war eigentlich so, wenn ich gemerkt habe, also da muss etwas dran sein. Also der Jesus, der ist lebendig. Und dann habe ich ihm das erzählt, beim zweiten Treffen. Und sehr intensiv habe ich das schon gespürt. Aber ich bin noch nicht wirklich zum Glauben gekommen dort. Aber dort bei dem zweiten Treffen, wir haben eine schöne Zeit, wir sind noch spazieren, da einiges erklärt nochmal. Und dann sind wir dann bei ihm daheim nochmal zusammengeköckelt. Und bevor ich dann gegangen bin, fragt er mich so, darf ich für dich beten? Und dann habe ich so gesagt, ja, natürlich kannst du beten, wenn du willst. Ja, willst du auch gerade? Dann habe ich gesagt, was jetzt? Ja, ich kann nicht beten. Und dann hat er gesagt, fühl dich einfach ganz frei. Und dann hat er mit eigenen Worten zu Jesus Christus betet. Das so etwas habe ich noch nie gehört vorher. Und er hat dann Sachen ausgesprochen, auch für mich betet. Das hat mich so berührt, dass ich dann auf einmal nach seinem Amen habe ich dann auch noch betet. Vater im Himmel, danke, dass der Marcel sich für mich Zeit nimmt. Amen. Und dann hat er mir ein Broschürchen gegeben, Gott persönlich kennenlernen. Ich soll das einmal mitnehmen und einmal durchlesen. Ich bin heim und habe angefangen zu lesen. Und dann war dort beschrieben, wie der Mensch vom Sündenfall her trennt von Gott lebt. Dass wir keine Verbindung mehr haben und darum auch das Vakuum in uns ist. Dass wir immer auf der Suche sind und versuchen, das irgendwie zu erfüllen. Aber erfüllen kann es eigentlich nur Gott selber. Und dort war auch die Lösung drin beschrieben, dass eben Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Das war so bildhaft beschrieben mit einer Zeichnung. Und für uns am Kreuz von Golgatha der Preis zahlt hat für unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Und dass er auferstanden ist und so der Weg eben zum himmlischen Vater wieder frei gemacht hat. Und dann war ein Gebet vorformuliert, wenn man sich könnte jetzt entscheiden für Jesus Christus. Und das habe ich gelesen und ich habe augenblicklich gemerkt, das ist für mich persönlich jetzt. Ich bin verloren, ich bin getrennt von Gott. Aber ich kann so kommen, jetzt, wenn ich bin. Und ich habe das Gebet nachher zu meinem eigenen Gebet gemacht und habe sofort erleben, wie Jesus Christus meine Schuld vergeben hat. Das war auch die Bindung an den Alkohol war so in dem Augenblick, wenn eine Kette zerrissen wird. Und ich wusste, ich bin frei. Ich freue mich jetzt, am keinen Alkohol zu trinken. Also ich habe wirklich von dort weg ich habe nicht mehr müssen. Am Vorher musste ich ständig wieder rückfällig werden. Und dort bin ich frei gewesen. Und eine Freude war da. Und eine Liebe, die ich nicht gekannt habe, die ich gewusst habe, die kann mir niemand mehr nehmen. Das ist die Erfahrung, die grösste Erfahrung. Hat sich das nachher noch mal geändert? Denn? Nie. Nie mehr. Das ist an dem Tag, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, ist die Veränderung gekommen und ist immer da geblieben. Genau. Also was ich dort natürlich begriffen habe, es ist darum gegangen, auch in dem Gebet, dass ich um Vergebung von meiner Schuld gebeten habe und dass ich gedankt habe, dass er für mich gestorben und verstanden ist. Und dann ist eben das, ich denke, das ist einfach die Voraussetzung auch, ich habe dann gebetet, Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft über mein Leben und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Also eigentlich eine ganze Hingabe von meinem ganzen Leben an ihn, wie er mein Leben abgeben. Und dort war das wirklich dann gewesen, dass er in mein Leben gekommen ist und das Ruder, die Steuerrad übernommen hat. Und das hat nie mehr, ich habe auch nie gezweifelt, dass das jetzt irgendwie nur eine Einbildung war. Das war eine Erfahrung. Hast du nicht Angst gehabt, dass du mit den Kollegen die dich auslachen und dass dann du aber jetzt da niemands Land betrittst, wo du gar nicht weißt, was auf dich zukommt oder so? Wie war das? Überhaupt nicht. Das ist mein neues Leben. Das habe ich am nächsten Tag im Geschäft bekannt, am Arbeitskollegen, überall. Die haben mir das auch angesehen. Zum Teil haben die Leute auch gesagt, du hast eine andere Ausstrahlung. Und ich habe immer gesagt, warum das jetzt so ist. Mhm. Jesus Christus, das war mein Hauptthema von dort. Ja, okay. Und lange Rede, kurzer Sinn. Du hast dann Bibelschule gemacht, ein Zeitchen später. Also du bist dann in einer Gemeinde, in Chur. Mhm.
bist dann auch von Marcel dort eingeladen worden mal und hast dann ein bisschen Grundlagen gelegt für dein Leben. Und hast dann schon bald einmal der Wunsch aufgekommen, dass du Bibelschule machst, gell? Und dass du nachher auch den Menschen kannst dienen mit dem Evangelium. Und das hat sich dann hingezogen und bist dann du einfach berufen worden bist als Evangelist. Würdest du das etwa auf den Punkt bringen, jetzt zusammengefasst? Genau. Ja, also ich habe sehr schnell natürlich andere gläubige Leute kennengelernt. Auch natürlich der Marcel, habe mich öfters mit ihm treffen. Er hat mich dann auch mal mitgenommen in eine Gemeinde, wo auch andere Gläubige, junge, alte. Und das hat mich überwältigt. Ich habe das gerne gewusst, dass es das gibt. Das war eine Freikirche. Es waren Leute, die genau die Erfahrung gemacht haben, die ich hatte. Und dort bin ich natürlich so gerne gegangen. Und ja. Die hatten dann auch eine Arbeit gehabt, in der Stadt, wo ich ja früher immer im Ausgang war. Und dort hat mich dann jemand auch immer wieder mal eingeladen, komm doch auch mal. Und dort habe ich zuerst schon so ein bisschen gekämpft, ja, jetzt dort in der Öffentlichkeit, gell. Und ja. Dann habe ich mich dann aber entschieden und bin dann gegangen. Und der erste Abend war für mich auch ein wunderbares Erlebnis gewesen. Frühere Kollegen, die mich dann gesehen haben, sie waren in der Beiz und ich bin dort am Stand und dann haben sie mir gerufen, ja, komm, wir saufen wieder einmal eins. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das nicht mehr. Dann sind sie gerade gekommen, weil sie wissen, was das soll da sein. Es war Literatur auch angeboten, Kaffee, Kuchen haben wir auch gratis angeboten. Und danach haben sie mich angeschaut, ja, was machst du da? Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir gut zuhören. Dann habe ich in der Zeit von ein paar halben Stunden einfach das erzählt, was ich auch heute eigentlich erzähle. Und dann weiss ich noch, als ich dann fertig bin, habe ich gesagt, und darum bin ich da. Und dann hat der eine gesagt, ich finde das super, was du machst. Das kann man nicht einfach erfinden. Und das war so für mich eine so Bestätigung. Ja. Das ist jetzt mein Platz. Nach außen gehen und den Leuten das auch bezeugen. Und das stimmt ja, man kann es ja auch nicht erfinden, gell? Nein, es ist eine Erfahrung. Eine schöne Erfahrung war sicher auch, dass dann auf der Bibelschule deine Frau, oder nach der Bibelschule, hast du dann deine Frau mal kennengelernt, gell? Felicitas. Und wie ist das gegangen? Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen? Also ich war so erfüllt eben durch den Glauben, jetzt, dass Jesus jetzt in meinem Leben war. Es war eine so eine reale Erfahrung, dass ich auch damals, gerade auch mit meiner Entscheidung, eigentlich im Gebet Jesus gesagt habe, ich werde mir jetzt keine Frau suchen. Wenn du noch eine hast für mich, die werde ich dann heiraten. Aber wenn das 5 Jahre geht. Ja. Aber eben dann habe ich dann die Bibelschule gemacht und dort im Rahmen der Bibelschule haben wir ein Praktikum machen. Und dort bin ich nach Norddeutschland in ein Missionswerk, das vor allem Evangelisation hauptsächlich als ihre Arbeit sieht. Und dort konnte ich dann 3 Monate lang einfach einmal in die Arbeit Einblick haben, bin dann nachher nochmal zurück in die Schweiz. Und nachher ist die Berufung gekommen, oder die Anfrage von den Leitenden in diesem Werk, ob ich mir vorstellen könnte, ein Mitarbeiter zu werden in Norddeutschland. Also die Schweizer Berge verlassen, um ins Flachland. Mm. Aber ich habe eine klare Führung erlebt dort. Dann bin ich nach Norddeutschland und dort hat Felicitas schon gearbeitet, eine Schweizerin in Norddeutschland. Mm. Wir haben dann irgendwann natürlich auch gerade im Dialekt so können reden und wir haben beide sehr gerne gesungen. Sie ist sehr musikalisch. Und da hat sich dann auf einmal auch etwas angebahnt. Und dann habe ich es dann einmal ein wenig gewagt und gefragt, du könntest dir vorstellen, mit mir das Leben zu verbringen? Und sie hat dann sofort ja gesagt. Ja, so schön. Ich glaube, relativ zügig haben wir einen geheiratet, gell? In 4 Monaten sind wir schon geheiratet. Und jetzt haben wir 3 Kinder, gell? Und ja. Ich glaube, das 40 ist unterwegs. Genau. Ja, so schön. Wow. Ja, als Evangelist hast du ja eine Botschaft auf dem Herz. Und wir fänden es schön, wenn du zu uns einfach noch könntest kurz erklären, was die Ursache ist von deiner Freude in deinem Herz. Also wie es eigentlich dazu gekommen ist, du hast uns jetzt das geschildert. Kannst du jetzt uns auch anhand von der Bibel vielleicht noch ein paar Sachen schildern? Du hast ja PowerPoint mitgebracht. Genau. Wir würden uns freuen, wenn du das kannst machen. Sehr gerne. Ja, also das, was ich jetzt auch erzählt habe, ist natürlich die Grundlage für das neue Leben. Wer so ein Leben will, leben, erfüllt im Glauben an Jesus Christus, da gibt es ganz klare Aussagen in der Bibel und ich möchte das einfach einmal anhand von dieser PowerPoint uns auch zeigen, den Weg, den die Bibel uns aufzeigt, wie ein Mensch errettet wird. Und wenn wir jetzt sehen, auf dieser Skizze ist oben ein Dreieck, das ist einfach symbolisch für
der lebendige Gott, wie die Bibel uns Gott auch zeigt, nämlich als Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Er ist ein heiliger Gott, zeigt uns die Bibel ganz klar, und wir Menschen sind Sünder. Wir sind getrennt von Gott. Und zwar vom Sündenfall her, wir sehen das jetzt mit dem Balken. So sagt es uns die Bibel im Alten Testament schon. Wenn ich jetzt hier lese aus dem Buch Jesaja, Kapitel 59, Vers 2, dort steht: Eure Vergehen scheiden euch und euren Gott voneinander. Also es sind unsere Sünden, die uns trennend von Gott. Wir kommen aber schon eigentlich so in die Welt hineingeboren, getrennt von Gott. Und dann sehen wir jetzt die Pfeile, die nach oben gehen. Das soll jetzt symbolisch sein für die Menschen. Momentan gibt es über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und jeder Mensch ist unterwegs, eigentlich immer weiter wegzugehen von Gott. Eigentlich mit jeder neuen Übertretung von seinen Geboten entfernen wir uns immer mehr von Gott. Da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Da möchte ich mal einen erwähnen. Der hat so grosse Sünden, dass die ganze Umgebung das sieht. Also wenn ich mich jetzt würde beschreiben, wenn ich gelebt habe vorher in der Sucht und eben auch, ich habe auch verbal und auch manchmal so gerne tätlich auch andere Leute verletzt. Und das hat man natürlich gesehen. Vergehen auch an anderen Menschen. Das, ich würde mal so sagen, jemand, der so unterwegs ist. Oder wenn jemand Mord begangen hat. Das sind Sachen, die man sieht. Dann gibt es Leute, die haben vermeintlich so Kleinigkeiten. Einmal Lügen, Neid, Hass, Stellen. Das sieht man von außen nicht so gut. Aber Gott sieht es. Und dann gibt es auch Leute, moralisch Anständige. Wirklich liebe Personen. So jemand würde jetzt nie einfach so fluchen. So etwas gibt es sich einfach nicht her. Vorbilder in der Gesellschaft, die gibt es heute. Wirklich. Aber auch sie sündigend. Die Bibel sagt, und ich lese nochmal eine Stelle im Neuen Testament: Alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Jeder Mensch ist ein Sünder. Ob er jetzt vor anderen Menschen ein bisschen besser da steht oder nicht. Aber so ist er unterwegs, und der Pfeil, der jetzt dort weitergeht, soll uns zeigen, wenn er so weiterlebt, eines Tages wird er sterben. Und die Bibel sagt uns, dann geht er mit all seiner Schuld, mit allen Übertretungen, eigentlich nur über die Schwelle und kommt in die Ewigkeit. Und da sagt uns die Bibel in Hebräer 9, Vers 27, Es ist den Menschen gegeben, zu sterben einmal, danach aber das Gericht. Und dort werden Bücher aufgetan, dort steht alles drin, was wir gemacht haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben. Und dort wird keine Verhandlung stattfinden, sondern der Mensch wird verurteilt und er geht bei dem Gericht durch. Und dann kommt er an einen Ort, wo uns Jesus Christus sehr deutlich davor gewarnt hat. Und auch viele andere Stellen in die ewige Verdammnis. Und das ist so schrecklich. Der Herr Jesus hat den Meister davor darüber geredet. Und er hat es aus dem Grund so mit aller Schärfe gesagt, damit wir Menschen umkehren. Weil Gott will nicht, dass auch nur einer dort herkommt. Gott will, das steht im 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Grundlage dafür, dass ein Mensch das erleben kann, wie ich es jetzt erlebt habe, liegt in dieser Botschaft vom Kreuz. Jesus Christus ist in die Welt gekommen und er war ohne Schuld gewesen. Das wird mehrfach in der Bibel ganz klar gezeigt. Sogar der Pilatus hat ein paar Mal gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und doch haben sie wollen, dass er verurteilt wird. Und er ist dann verurteilt worden zum Tod am Kreuz. Und jetzt ist das folgendermaßen: Er war an dem Kreuz gewesen, ohne Schuld. Aber er war bereit gewesen für unsere Schuld. Und das war der Plan Gottes gewesen. Er ist dort gehangen an dem Kreuz, furchtbar zugerichtet. Und er ist beladen worden mit der Sünde der ganzen Welt. Und das war dann der Moment gewesen, wo er geschrauen hat am Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Also der Vater hat sich abwenden von seinem Sohn, weil unsere Schuld auf Jesus war. Er hat sie auf sich geladen. Eigentlich könnte man sagen, am Mount Everest voll Schuld ist auf Jesus gewesen. Und dann ist er gestorben für unsere, für deine und meine Schuld. Und der himmlische Vater hat das Opfer angenommen und bestätigt als vollkommen gültig, indem er ihn am dritten Tag auferweckt hat und zum Retter von der ganzen Welt bestimmt hat. Und jetzt sagt Jesus Christus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und das ist jetzt dein Leben, oder eben meins, vor 16 Jahren. Vielleicht bist du heute an dem Punkt. Und das ist jetzt folgendermaßen. Jetzt darfst du, so wie du bist, zu Jesus Christus kommen. Die Bibel nennt das Abkehr von dem breiten Weg, der eben in die Verdammnis führt, und Hinkehr zu ihm. Die Bibel beschreibt das auch mit Bekehrung. Kommt 120 Mal im Alten Testament, 18 Mal im Neuen Testament vor. Das heisst eigentlich nur, ich bringe meine Schuld Jesus. Also so darf ich kommen zu dem Kreuz und kann sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir alle meine Schuld. Alle, die ich noch weiss, aber auch die, die ich nicht mehr weiss. Also sozusagen kann ich hier alles abladen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir so zu Jesus Christus kommen, vergibt er uns alle Schuld. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde, steht in 1. Johannes 1, Vers 7b. Und dann stehe ich da, wie wenn ich noch nie gesündigt hätte. Und das ist gewaltig. Das ist das, weil Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren das alles schon bezahlt hat. Dann werde ich gereinigt. Aber das ist jetzt nur die eine Seite der Errettung. Das ist die Vergebung. Das neue Leben. Das steht dann in Johannes 1, Vers 12. Eigentlich eine ganz wichtige Stelle. Da steht, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und noch weiter unten steht im Vers 13, das sind die, die von Gott geboren sind. Also wer Jesus Christus dann bewusst aufnimmt, dann kommt Jesus Christus ins Leben von dem Menschen hinein. Er nimmt den Geist Gottes auf und er wird das Kind Gottes. Und das ist das, wenn ich das mache, nachdem ich um Vergebung gebetet habe, Jesus mein Leben übergeben, ihm die Herrschaft übergeben, dann kommt er ins Leben hinein und dann komme ich durch die Türen durch und dann sehen wir hier auf der Skizze, dann geht es aufwärts, auf dem schmalen Weg. Das ist das, was die Bibel über eine Rettung sagt. Das wollte ich einfach einmal so erklären, dass es jeder verstehen kann. Auch Kinder können das verstehen, auch Erwachsene, auch ältere Menschen. Und das ist ja so wunderbar. Also danke vielmals, Michael. Also das, was du jetzt persönlich erlebt hast, was du uns im ersten Teil geschildert hast, das tust du jetzt hier auch noch in der Bibel anbinden und zeigst, dass die Bibel selber den Weg vorschlägt, dass der Mensch auch Gott das Vertrauen schenkt. Genau. Ja, danke vielmals. Und jetzt abschließend möchte ich eigentlich noch gerne zwei Fragen stellen dir. Also das erste betrifft Menschen, die im Stand sind wie du, die Ende 20, also mit 29,5 Jahre alt, bist du einfach am Tiefpunkt von deinem Leben. Da hast du dann Marcel angerufen. Du hast Hoffnung gesucht, du hast das tiefe Loch in deinem Herzen. Vielleicht gibt es ja auch unter den Zuschauern jetzt irgendjemand, der auch in der gleichen Situation ist. Was ratest du Menschen, die noch keine Beziehung haben, noch keine persönliche Beziehung haben zu Jesus Christus? Was ratest du ihnen, wie sie sich sollen einstellen auf das, was die Bibel sagt? Also was ich natürlich all denen rate, die jetzt hier dabei sind, die sicherlich auch schon die Frage hatten, um was geht es eigentlich in dem Leben? Gibt es irgendetwas, das mich bleibend erfüllt? Dann sagt die Bibel ganz klar, ja. Weil Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen. Das Leben im Überfluss. Und dann ist mein Rat, entscheide dich für Jesus. Am besten noch heute. Also wie du bist, darfst du kommen.
Es gibt natürlich, wie wir gesehen haben, es gibt unterschiedliche Menschen. Aber da ist einfach die Einladung, Jesus Christus selber ruft, auch heute noch. Gerade auch in der Zeit, wo wir drin sind, kommt her zu mir. Und da möchte ich dir Mut machen, den Schritt über die Grenze zu tun. Du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Und jemand hat es einmal so wunderbar gesagt, der erste Schritt zu Jesus musst du ja immer allein machen. Dann musst du dich entscheiden, der nächste geht er schon mit. Und das ist ja so wunderbar. Vielleicht kann ich da an dieser Stelle noch sagen, wie man das auch könnte formulieren. Gerne, ja. Mhm. Also ich habe das damals so gemacht, als ich das gelesen hatte. Dort ist dann gestanden, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und dadurch von dir getrennt bin. Also die Selbstbestimmung in der Trennung von Gott. So sind wir alle unterwegs. Aber dann, wenn wir erkennen, dass wir eben getrennt sind von Gott und das Leben aus Gott möchten empfangen, dann dürfen wir einfach um Vergebung bitten. Das kann man so in einem einfachen Gebet sagen. Herr Jesus Christus, bitte vergib du mir alle meine Schuld, alle meine Sünden. Alle, die ich noch weiss, aber auch die, die ich nicht mehr weiss. Es gibt vielleicht auch Sachen, die dich belasten, wo du vielleicht darunter leidest. Dann kannst du das auch punktuell ihm sagen. Vielleicht sind es Gebundenheiten, Neigungen, die nicht gut sind. Dann kannst du das ihm sagen. Aber du kannst auch einfach sagen, bitte vergib mir auch alles, was ich jetzt nicht mehr weiss. Er weiss alle Übertretungen. Und er hat alle gezahlt. Und dann vergibt er. Und dann darfst du schon danken, dass er dir vergeben hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir jetzt vergeben hast, weil es in der Bibel steht. Und dann, wie die Bibel sagt, alle die, die ihn aufnehmen, du kannst es auch so sagen, Herr Jesus, die Bibel sagt, wer die aufnimmt, wird gerettet, wird das Kind Gottes, wird von Neuem geboren. Darum lade ich dich jetzt ein, komm du in mein Leben rein. Ich nehme dich jetzt auf im Glauben, komm du in mein Herz rein und übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und führ du mich so, wie du willst. Amen. So einfach ist es. Sind eigentlich in ein paar Worten kann man das ihm sagen. Es geht einfach um Bitte, um Vergebung und dass ich ihn bewusst einlade, in mein Leben zu kommen. Und dann darf ich danken, weil dann ist es. Ist wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, einfach so, dann, so ein Gebet aussprechen, so mit Gott aber zu reden, weil du ja auch ungewohnt, als Gewohnheiten so erlebt hast im ja. Der Gegenwart von Marcel. Ja. Aber du würdest Mut machen, dass man das gleich macht, wenn man es auf dem Herz hat, wenn das Herz brennt, dass dann jemand auch den Mut hat, dass man dann den Mut hat, auch zu Gott zu beten, so in direkter Weise. Genau, da vielleicht einfach der zusätzliche Rat, wenn du da unsicher bist. Ich habe das schon oft erlebt, auch gerade an Evangelisationen, wenn so Veranstaltungen sind, dass dann Leute einfach kommen und sie möchten da Unterstützung haben. Dann natürlich mache ich das sehr gerne, dass ich dann dort einfach mithelfe. Und das wäre auch möglich, indem du Kontakt aufnimmst, zum Beispiel mit der Gemeinde, mit der evangelischen Gemeinde, jetzt auch wo der Heinz der Leiter ist. Oder du darfst dich auch bei mir persönlich melden. Ich habe so eine, ja, eine Schrift dabei heute, das ist vom Missionswerk Bruderhand. Da könnte man im Internet auch einfach das eingeben, bruderhand.de, und dort ist so ein Kontaktformular, wo auch ja, einfach unter Michael Putzi könnte schreiben, könnten wir mal miteinander ins Gespräch kommen, könntest mir auch deine Telefonnummer auch dann zukommen lassen, und dann könnten wir auch miteinander auch ein Gespräch haben per Telefon. Genau. Und ja. Ja, danke vielmals für die Ratschläge. Das gilt natürlich, was er da gesagt hat, Michael. Also wenn du noch gerne ein Gespräch würdest haben, mit jemandem ein Gespräch führen, dann bist du herzlich eingeladen, auch aber das zu machen über Michael direkt, über ihre Webseite. Das ist bibeltreff.ch oder dann auch bei uns, Evangeliumsgemeinde Frick, über das Kontaktformular. Und gerne sind wir bereit, dir entweder eben die Broschüre zu schicken, das ist ja das Zeugnis von dir, gell, Michael? Genau. Und es soll nicht sein, dass jemand auch nicht weiss, wo er seine Sorgen kann hinbringen kann. Ja, dass wir sind wirklich auch gerne bereit, dir da Unterstützung zu leisten.
Vielleicht noch so abschliessend, kannst du auch noch ein Wort an die Christen richten? Also die, die schon eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus, was würdest du ihnen noch mitgeben so auf den Weg? Ja, also denen, die bereits mit Jesus Christus leben, möchte ich einfach etwas ganz Besonderes ins Herz legen, weil ich auch gerade in meinem Dienst natürlich auch Gespräche habe mit Christen, die zum Teil auch irgendwo stecken geblieben sind oder sogar in Gebundenheiten leben und Lasten mit sich tragen. Und da möchte ich Mut machen. Ein Leben im Glauben an Jesus ist ein Leben, ein befreites Leben. Jesus sagt ja, zur Freiheit habe ich euch berufen. Und da möchte ich einfach Mut machen, wenn Probleme da sind, du kannst 24 Stunden am Tag kannst du direkt zu Jesus kommen. Direkt zu ihm. Und alles, was wir ihm sagen, was wir auch bekennen, sei es eine Gebundenheit oder sei es irgendeine Last, dann tut er vergeben oder die Last auch abnehmen. Ich denke, gerade auch für unsere Zeit ist es wichtig, dass wir erfüllt sind mit Jesus, mit seinem Heiligen Geist, dass wir ein verändertes Leben dürfen führen. Das schenkt er. Und dass wir auch ein Leben aus Dankbarkeit und ich sage jetzt auch mal ein frohes Christsein auch mit allen Herausforderungen, die wir haben. Da möchte ich dir einfach Mut machen, keine bewusste Last oder keine bewusste Sünde zu tolerieren. Er hat dich auch befreit und ein Christ muss nicht in Gebundenheit leben. Er darf alles am Herr Jesus bringen. Und wenn ich es gebracht habe, ist es, wie wenn es nie geschehen ist. Ich persönlich habe das von Anfang an weg immer so gemacht. Wenn einmal eine neue Sünde, das ist ja mir auch noch einmal passiert, ins Leben gekommen ist, dann habe ich da nicht einfach studiert, ja, warum ist jetzt das so? Nein, dann habe ich das bekannt. Habe ich gesagt, wie es ist. Herr Jesus, das ist nicht gut gewesen, das tut mir leid. Bitte vergib mir und danke, dass du auch dafür gezahlt hast. Und was ich schon seit Jahren mache, und das möchte ich dir auch ans Herz legen, ich tue jeden Morgen, wenn ich aufstehe, zuallererst im Gebet den Tag anfangen, Bibel lesen. Und ich weihe mein Leben ganz neu Jesus ganz aus. Ich sage ihm dann, Herr, füll du mich neu mit deiner Kraft. Füll du mein Herz mit deiner Liebe. Führ du mich, gebrauch du mich, so wie du möchtest. Da möchte ich einfach auch den Christen Mut machen. Ja.